Soll ich von euch ein Bild machen oder ist okay so? Ist doch besser, oder? Lass mal. Ja, aber jetzt sind die Affen im Hintergrund. Oh, ich verstehe dich gerade nicht. Wir kommen im zweiten Teil von der Knatter Crew. Das ist grad... Wahrscheinlich kommt ihr alle von dem Typen hier. Das ist Moji. Hallo. Für diejenigen, die ihn nicht kennen. Aber wahrscheinlich werden fast alle ihn kennen, weil er ist ja der größte Motovlogger Deutschlands. Da hast du recht, da muss ich dir recht geben. Richtige Fakten, richtig. Mach weiter. Wieso, ich passe gut in der Schule auf. Sehr gut, sehr gut. Das ist einfach eine Ehre. Ja, danke, dass du uns auf jeden Fall erstmal eingeladen hast. Gerne. Und wir drehen jetzt den zweiten Teil von Wenn ich du wäre. Also, wir sind dran mit der Aufgabe, Tai, oder? Nee. Ja. Also, es war keine Aufgabe mit dem Tanzen, aber nee. Gut, ist okay, ich akzeptiere es. Ja. Okay. Also ich muss das jetzt einfach fragen, sonst würden es mir, glaube ich, Leute, die zuschauen, böse nehmen, wenn ich es nicht tue. Du hast keinen Bock, zufällig irgendwie zu twerken oder so? Es ist nur eine Frage, die gestellt werden muss, weißt du, ich meine? Nein, werde ich nicht, tatsächlich. Okay. Das war eine provisorische Frage, weißt du, ich meine, die Leute, Leute erwarten es einfach. Und wenn ich es nicht gefragt hätte, dann hätten sie es mir wahrscheinlich böse genommen. Orgi, würdest du twerken? Ich glaube, der kann das nicht. Bruder, mach nicht diesen. Ich hab nicht mal Arschmuskulatur. Ja. Wenn wir ihr wären, ja. Dann würden wir jetzt an der nächsten roten Ampel nach ganz vorne fahren und Tango tanzen. Und zwar so lang, bis die Leute hupen, okay? Was ist denn? Aber Tango kann ich nicht. Was willst du? Was wollen wir denn? Wir brauchen ja einen Tanz zu zweit, oder nicht? Tango? Kann ich nicht. Kannst du Tango? Nee. Du? Nee. Was könnt ihr denn für Tango? Tänze? Wir machen einfach so weitermäßig. Ah, die Ampel ist grün. Dann lass nach rechts fahren an der nächsten roten Ampel, okay? Okay. Aber ihr müsst ganz vor zu den Autos fahren, also vor zur Ampel. Ja. Dass ihr schön anhupen könnt, wenn ihr tanzt. Also ihr habt die Aufgabe verstanden, oder? Nee, Mann. Das war mir echt zu hoch. Ja, okay, dann erkläre ich sie nicht nochmal. Kann jetzt mal eine rote Ampel kommen? Ich will, dass ihr tanzt. Boah, Mann, warum ist die rot geworden? Es ist halt einfach immer so. Wenn man Wenn ich du wär spielt und irgendeine Aufgabe mit einer Ampel macht, dann kommt einfach keine rote Ampel. Aber wenn du privat fährst, alle 5 Meter eine rote Ampel. Da ist eine rote Ampel, jetzt komm. Gönn! Boah, die werden euch so anhupen. Ja, Mann. Ich glaube, ich hupe euch auch an. Lass mich mal kurz hier vorbei. Vorsicht. Okay, steig ab. Oh! Ist grün? Ist die Ampel grün? Ja, sorry, ey. Er rastet aus, Bruder. Mann, ey. Wenn wir den jetzt nochmal triggern, der wird uns zusammenschlagen. Ja, das war doch Tayo, der gerufen hat. Du Arschloch, Alter. Los, runter jetzt mit dir. Ja, aber wir stehen ja selber davor, das macht ja gar keinen Sinn. Auf zu hupen, Mann! Ey, tanz! Jetzt doch mal hey, ja! Halt doch auf dein Bein drauf! Mann! Was ist denn mit dir? Verpiss dich! Ja, okay, komm, reicht. Alter, du Gott. Mann, ich will ja nicht mitnehmen, Alter. Die töten uns. Tschüss, Digga. Adrenalin-Level auf 100 jetzt. Ja, das war echt stabil. Das war wirklich stabil. Das war sehr unangenehm, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ey, ich fand's überhaupt gar nicht schlimm. Servus. Oh, ich mein Weg. Ey, kannst du mal aufhören? So, Orgi, wir brauchen jetzt eine gute Aufgabe. Mit Dings. Hä? Was? Du kannst doch laut sagen, Bro. Was war denn das? Einer von euch muss zu einer Person hingehen. Ihr müsst sagen, wo ist denn bitte die nächste Toilette? Ich hab sehr hart Durchfall. Ach, Bro. Nein, ich muss dringend kacken. Das ist immer besser. Easy peasy. Okay. Ich glaube, für ihn ist es schon Standard geworden. Ja. Ach Mann, ey, gegen euch findet man halt gar nicht. Also machst du das, Hajo? Ja, Bro. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Wo ist die nächste Toilette? Ich muss ultra dringend aufs Klo scheißen. Ich muss richtig... Sag der Stift mal schon. Bitte? McDonald's? Sag dein Stift mal. Ja, der Stift mal. Ist sauber, weil der Stift mal. Es ist schlimm. Ja, okay, danke. Ich kann nicht in die Hose, das habe ich letzte Woche gemacht. Das geht nicht. Aber danke. Ciao, ciao.
Okay, war gut. Respekt, du hast richtig durchgezogen gerade. Ah, Bro, sogar noch ein bisschen Freestyle. War gut. Ja, Maschallah. Kann man nichts gegen sagen. Man merkt, er ist abgehärtet. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, wenn es so dringend ist, McDonald's, schnell. Lass mal die nächste rechts. Ja, wir sind jetzt eh wieder dran, oder? Ja. Ach so, ja, stimmt. Ey, wir müssen härtere Aufgaben stellen. Ja, Mann. Aber Mann, es ist bei denen halt wirklich so schwierig. Könnt ihr... Oji, ja? Würdest du dich hinsetzen und was bestellen oder ihr beide? Was? Setzt euch mal dahin und bestellt was, mit Helm auf. Oh, warte mal, du könntest hier richtig dumm voll labern. Ja, soll ich hier stehen bleiben? Ja. Oh, oh. Ey, ihr seid gar nicht, ihr seid nicht mal dran. Ja, aber du hast doch nicht, ist mir doch egal, wir machen jetzt wem was einfällt. Ja, okay, wenn wir ihr werden, dann würden wir uns jetzt da hinsetzen und Essen bestellen. Pass auf, du setzt dich jetzt da hin und sagst, du willst einmal den Zigarettenkaugummi bestellen. Kennst du die Zigaretten, die man essen konnte damals als Kaugummi? Du hättest gerne eine Packung Zigarettenkaugummi, da setzt dich hin und sagst, du willst es gerne bestellen. Dann sagt sie, ja, das haben wir leider nicht, dann sagst du, ja, okay, dann verpiss ich mich jetzt wieder. Nee. Oder sagst, was ist das für ein Saftladen hier und dann stehst du auf und gehst. Jetzt haben wir ja die Aufgabe bekommen. Komm, setz dich einfach mit dazu, Ogi. Ich habe meine Ehre noch nicht verkauft, deswegen. Ah, Bro, die Ehre gibt's nicht mehr bei uns. Das wird sehr, sehr unangenehm. Ich stell mich mal ganz vorsichtig um die Ecke. Ich steh aber überall reserviert, egal. Setz dich einfach hin. Siehst du mich? Ja, ich seh dich, klar und deutlich. Oh, ey, die hat gerade gesagt, Kamera aus. Hat sie? Ja, warte mal. Wer? Wer hat es gesagt? Fuck, ich kann nicht mehr aufnehmen. Wieso kommt denn da kein Kellner? Schrei mal ein bisschen rum. Ach du Scheiße, Bruder. Oh, ey, mach jetzt nicht diesen, Mann. Oh. Ey, hier kommt niemand. Die nehmen uns nicht ernst, glaub mir. Ach komm, wir machen was Neues. Echt? Ja, ist doch kacke. Oh, er sieht das aber voll mit der GoPro. Bleibt jetzt noch da oder geht hier? Der kommt gerade. Ey, ich schäme mich gerade todes dafür. Echt? Du schämst dich? Mann. Das war mir noch nie so unangenehm. Das ist dir wirklich unangenehm? Ja, Mann. Warum? Wer sitzt denn mit einem Helm im Restaurant, Alter? Na, hier. Na komm, park mal nach. Ich glaube, er ist sauer. Wollen wir mal gehen? Nee. Hi, haben Sie Kaugummi-Zigaretten? Ja? Nee? Was bringen die Kaugummi-Zigaretten für dich, Alter? Ja, ich habe gerade aufgehört zu rauchen. Also fürs Gefühl. Bitte, ich verstehe Sie nicht, ich kann kein Bayerisch. Also haben Sie keine Zigaretten? Nee. Geht einfach weg. Okay. Okay. Danke. Dito. Oh Gott. Wir brauchen noch irgendwas für Moji. Oh, wie kommen wir denn hier runter? Oh, ist das ein Rummel da vorne? Da kann man noch safe was machen. Okay, lass uns mal zum Rummel fahren. Ey, ich hab so Hunger. Jetzt hör auf. Ich hätte voll was essen sollen. Wir haben dich da extra gefragt, Digga. Du sagst doch mal nein. Ich hab keinen Hunger vorhin. Dann erstmal hier auf die Seite vielleicht, so. Zwei Securities. Ey, vielleicht erlaubt er auch gar nicht, mit dem Helm reinzugehen. Das ist mir doch egal, ich sag Corona. Was ist los mit dir? wir gehen jetzt darauf auf den Markt und suchen uns einen Platz und dann stellt ihr euch hin. Könnt ihr laut singen? Ihr singt. Ja, dann komm. Ihr singt und dabei rennt ihr um Leute rum oder so. Sagt mal irgendein Lied. Baby, 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 oh, like baby, baby. Ja, okay, baby. Das ist aber richtig laut. Aber schon so 20 Sekunden, oder? Ja, der Security haut mir so hart auf die Fresse, das sehe ich von hier. Wenn wir nicht dürfen, Moji, du klärst das mit denen? Ja, genau, ich kläre das mit denen. Die gucken uns schon die ganze Zeit an. Ich habe Taekwondo gemacht, 3 Jahre, als ich 13 war. Dann rufst du richtig laut, warum denn aber? Also, wenn sie sagen nein, dann sagst du, warum denn aber? Ja, der Security guckt immer noch, der will uns so auf die Fresse hauen. Fällt dir was richtig Gutes jetzt ein? Mir? Ja. Hier riecht's sehr gut. Als was? Hier riecht's sehr gut. Eine Aufgabe wäre vielleicht einfach mal da mitzufahren oder so. Ey, das ist doch nicht unangenehm, ganz ehrlich. Nein, das ihr rennt jetzt hier durch. Aufgabe, die würde ich fühlen. Ja, weil es nicht unangenehm ist.
Okay, dann fahren wir erst zusammen das jetzt. Oh. Die ist zu viel. Ja, das ist ein schöner Abschluss. Ich will sterben. Ich hab nichts verstanden, wirklich ernsthaft jetzt. Was? Ich hab grad nichts verstanden. Na, die rennen jetzt durch die Menge? Ja, okay, komm. Lauf mit. Durch die Menge rumrennen. Wir rennen da jetzt einmal rum, Tayo, komm. Ich mach's mir bequem hier. Richtig laut schreien, warum denn aber? Okay, lauf vor. Guck mal, es ist Tayo unangenehm, glaube ich. Wir könnten auch eigentlich sagen, wir machen es nicht, dann haben wir verloren, oder? Ey, da ist Security neben euch, passt auf. Echt? Da in der Mitte, ja, die guckt schon. Ah, perfekt. Oh Gott. Ach komm, das schafft ihr, ihr macht da ja nichts Schlimmes. Schluss. Schönen Abend. Warum schon. Denn aber? Warum denn aber? Schrei! Warum denn aber? Aber das tut brutal weh. Weiter, weiter, Jungs. Warum denn weiter. Aber? Warum? Hey, guck mal, wie dulli das aussieht. Warum denn aber? Tayo, die Hände hoch. Jetzt fragst du, warum denn aber? Können wir jetzt bitte einfach gehen? Servus, hallo. Servus. Seid ihr so nett und tut auf dem Platz hier bitte die Helme runter. Ah, okay, easy. Wir dachten, wir müssen eine Maske anziehen oder sowas. Nein, am Platz selber ist keine Maske. Ah, okay, ja, easy, easy. Warum denn aber? Lass doch gleich gehen einfach. Okay, dann brauchen wir was richtig Dummes für dich jetzt, weil du verloren hast. Was? Doch? Ich hab den eh auch gemacht. Naja, aber nee. Mochi hat das schon besser gemacht als du. Wieso hast du nicht geschrien? Ja, ne? Sag ihr grünes Kleid ist voll schön, weil hat sie das und möchtest das auch. Los. Was war jetzt die Aufgabe? Ich hab's nicht verstanden. Er muss zur Frau gehen und sagen, die hat ein schönes Kleid. Und er will es auch haben. Entschuldigung, Frage. Sie haben ein schönes Kleid. Ein schönes Kleid. Redet der extra so? Okay, gut. An der Stelle beenden wir das Video. Ah, stopp! Eine Aufgabe möchte ich noch stellen und zwar, wenn ich du wäre, würde ich ihn boxen. Nein, 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 nein. Nein! Ich halte deinen Nacken fest, ist okay? Wie er sich freut, Alter, unglaublich. Bist du kitzlig? Hahaha. Nee, bist du nicht. Ja, okay, los, jetzt wird geboxt. Hör mal, Junge, übertreib doch nicht, Digga. Es ist unnötig. Wenn du jetzt weh tust, ist es einfach unnötig, Digga. Dann kitzel ihn doch. Ja, ich mach dich fest. Komm, mach so ein bisschen locker. Der war gut. Stabil. Und sieht? Nee, war in Ordnung. Wir beenden jetzt das Video. Mit Schnick, Schnack, Schnuck. Hä? Was denn? Was macht ihr da? Wir haben FIFA Flo gespielt. Um? Die Ehre. Hops genommen. Hey. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Küss mich. Darf ich? Mach. Oh, so. Wir müssen nochmal spielen und dann mit kreativeren Ideen. Das war mir hier nicht. Also kommt ihr nach Berlin, fällt mir gerade mal ein. Ihr kommt einmal nach Berlin mit Motorrädern. Das können wir rein theoretisch irgendwann mal machen, ja. Was heißt denn hier irgendwann? Ja, wenn die Zeit richtig ist und der Zeitpunkt sich ergibt, dann machen wir das. Alles auf meinen Nacken in Berlin. Bruder, ich bin Gastgeber. Okay, perfekt. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir gucken mal, wie... Was? Was? Ihr könnt jetzt bitte das Video beenden, ist so heiß auf diesem Scheiß Helm. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus, der Nein. Moji. Checkt Tayo aus, der macht bestimmt nach einem Jahr mal. Okay, Bruder. Oh, Kette gesprungen. Ja, tschüss, Kuss.